Hallo und guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute im offenen Kanal, aus dem Studio des offenen Kanals, wollen wir unsere Sendereihe Welche Schule für mein Kind heute fortsetzen. Wir machen das ganz eindeutig, weil viele Eltern hier in Speyer sich die Frage stellen bei diesem Angebot, wohin geht denn diese Bildungsreise in die Realschule plus in die integrierte Gesamtschule, in das Gymnasium, in die verschiedenen Gymnasien, muss man fast sagen. Ja, in den nächsten 15 Minuten haben sich die Vertreter des Friedrich-Magnus-Schwert-Gymnasiums bereit erklärt, hier ein bisschen mit mir eine Checkliste abzuarbeiten. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Und ein kleines Blitzlicht zu geben, was ihre Schule so ausmacht. Wir haben als Schulleiter heute zu Gast den Herrn Oberstudiendirektor Clemens. Erich Clemens, schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben. Gerne. Genauso Herrn Jürgen Kreuzinger, er ist Vertreter des Schulelternbeirats und wird seine Schule gut verkaufen. Mit Sicherheit. Eindeutig. Neben mir der Jan. Guten Abend. Guten Abend, Jan. Jan ist im 8. Schuljahr und wird auch versuchen, einige positive Dinge seiner Schule klarzumachen. Ich denke, es sind doch relativ viele. Ja, fangen wir einfach an. Ein normales Gymnasium, was Eltern immer wissen wollen, in der Orientierungsstufe, die Sprachenfolge. Und wir haben eine ganz klassische Sprachenfolge für ein nicht altsprachliches Gymnasium. Das heißt, wir fangen in der 5. Klasse mit Englisch an. In der nächstfolgenden Klasse ist dann die Wahl gegeben zwischen Französisch und Latein. Und im späteren Verlauf besteht dann zum Beispiel noch die Möglichkeit, Spanisch als freiwillige dritte Fremdsprache zu wählen oder vielleicht auch Russisch oder auch Latein oder Französisch, sofern man das noch nicht gemacht hat. Also die Auswahl ist da durchaus doch sehr groß, wobei im Wesentlichen Spanisch gewählt wird. Warum? Nun, Spanisch ist natürlich, wenn man die Weltbevölkerung nimmt, von der Zahl her, eine der ganz großen Sprachen, ist für uns natürlich mit Spanien auch Urlaubsland und so weiter verbunden. Und viele, die dann vorher auch Französisch hatten, tun sich relativ leicht damit, Spanisch zu lernen. Wenn Sie Ihre Schule darstellen, ich meine, in den wenigen Minuten, dann greift man sich ja ein paar Schwerpunkte raus und sagt, das ist mir wichtig. Was ist Ihnen wichtig, den Eltern mitzuteilen? Ja, das, was wir eigentlich immer bei unseren Veranstaltungen auch herausstellen, und ich glaube, das können die beiden, die mich heute begleiten, auch bestätigen, ist, dass wir versuchen, das Wir-Gefühl ganz stark herauszunehmen. Unterricht ist natürlich das Kerngebiet, was wir haben. Wir haben viele Dinge drumherum. Wir haben also beispielsweise einen seit langem schon propagierten medienpädagogischen Ansatz. Das bezieht sich jetzt nicht nur darauf, dass wir beispielsweise Medienkompetenzschule sind und auch sicherlich eine sehr herausragend gute medientechnische Ausstattung haben, sondern dazu gehört beispielsweise auch der ganze musische Bereich, Theater, AG-Bereich und so weiter. Und der sprachliche Bereich, da haben wir gerade im letzten Jahr ja ein großes Highlight mit dem Comenius-Projekt, das über 2 Jahre gelaufen ist, an dem dann 8 europäische Länder beteiligt waren. Und da war die Sprache für alle Beteiligten durchgehend Englisch. Also insofern auch Learning by Doing, was die Sprachen betrifft. Was waren denn für Sie eigentlich die Hauptkriterien, warum das Schwert bei dieser Auswahl hier in Speyer? Das ist ganz einfach, die Entscheidung unserer Kinder. Wir haben 2 Söhne, Sie haben es gesagt. Das ist ein ganzes Spektrum, was da natürlich reinspielt. Ich glaube, ganz wichtig ist, wie wirkt die Schule auf die Kinder bei der Auswahl beim Infotag. Das ist natürlich auch, was man hört von anderen Kindern, die schon da sind, von anderen Eltern. Für uns war ein Thema ganz wichtig, das breite Spektrum. Das heißt, ob das jetzt Naturwissenschaften sind, Sprachen etc. Man hat durch die Größe der Schule natürlich auch den Vorteil, dass über die Schuljahre hinweg dann ein ganz breites Spektrum angeboten wird. Du bist in die Orientierungsstufe gekommen. Ja. Ja, als kleiner, in Anführungszeichen, jetzt ist er ein Riesenkerl geworden, als kleiner Grundschüler, ja, Riesengebäude, Purmann, Schwert, wenn man da oben schaut. Wie ist es dir eigentlich ergangen? Hast du Hilfe erfahren? Ja, es gab verschiedene Dinge, die auch von unseren Partnern aus der 10. gemacht wurden. Zum Beispiel gab es eine Schulhausrallye, wo man dann verschiedene Punkte angegangen ist, zum Beispiel die Bibliothek, das Sekretariat und so, wo man dann die verschiedenen Orte gesehen hat. Partner in den 10. habt ihr eine Schülerpaten bekommen, als Kleine? Genau. Also in der 5. Klasse bekommt man
Zehntklässler als Paten, die dann quasi einen als Ansprechpartner dienen, auch wenn man sich, was aber mir nie passiert ist, auch mal verlaufen hat. Aber das ist mir persönlich nie passiert und ich wüsste es auch nicht. Also es ist ein sehr übersichtliches Schulhaus, man kommt eigentlich sehr gut zurecht. Trotzdem aus der kleinen Perspektive eines Grundschülers, der ja seine kleine Schule in Anführungszeichen ja kennt, seinen Klassenraum, ist es schon ein bisschen schwierig. Ja, es ist erstmal natürlich relativ groß. Ich war in der Schule mit, als ich dann in der vierten Klasse war, 69 Schülern. Das war ein ziemlicher Kulturschock. Aber ich habe es relativ schnell verkraftet, also das ging. Erfahrungen, die man macht, liebe Eltern, ist ja immer das, dass die Kinder, wenn sie dann mal so ein, zwei Wochen in der Schule durchlaufen sind, dass sie sich orientiert haben und eigentlich ganz cool, neuhochdeutsch sagt man das ja, hier in ihre neue Schule reingehen. War es bei Ihnen genauso? Ja, also war, kann ich absolut bestätigen. Ich denke, was ich sehr interessant fand, es gab schon ein Angebot, gibt es natürlich heute auch noch, ein Angebot vor den Sommerferien. Das heißt, die Schüler einer der zukünftigen Klasse so wurden eingeladen. Nachmittag war das. Okay. Schon mal mit den zukünftigen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, mit den gesamten Kindern. Die Eltern konnten sich auch schon mal ein bisschen beschnuppern. Es war eine sehr schöne Einführung schon mal vor den Sommerferien. Und dann, was Jan schon gesagt hatte, dann natürlich das Patenkonzept, aber was jetzt auch relativ neu ist, seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren bieten wir das jetzt an, dass es eine Integrationsfahrt gibt, relativ zeitnah nach Beginn, wo die gesamte Klasse zusammen wegfährt in der Jugendherberge in der Nähe und dann einfach auch dieses Wir-Gefühl in der Klasse üben kann, stärkt durch viel Spiel. Und das können Sie auch Eltern empfehlen, das ist spitze. Das ist gut, das ist läuft absolut, gut. Das ist absolut spitze. Ja. Und also, was für mich noch wichtiger ist, das Feedback der Kinder ist extrem gut. Okay. Wird übrigens professionell begleitet. Wir haben also externe Partner, die das Ganze dann durchführen, sodass also auch die Klassenleitungen beispielsweise sehr früh die Möglichkeiten haben, die Interaktion der Kinder untereinander mit einer gewissen Distanz zu betrachten und damit natürlich auch viel leichter hinterher agieren können, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten. Da höre ich die Beratungskomponente raus, dass man im Grunde genommen relativ schnell nach der Orientierungsstunde sagen kann, man kann Eltern gut beraten, wie der weitere Bildungsweg geht. Gut, der Bildungsweg am Gymnasium ist natürlich im Grunde genommen zielgerichtet aufs Abitur, das ist klar. Aber wir haben doch eine ganze Reihe von Komponenten zwischendrin, die beispielsweise auch in Projektwochen aufgearbeitet werden. Also wenn man jetzt schon Richtung Ende denkt, wir haben in der 12. Jahrgangsstufe ein ausgesprochenes Highlight. Wir haben eine Kooperation mit der Hochschule in Pforzheim und dort gibt es eine Art Assessment Center. Wir haben 10 Betriebe hier aus Speyer, große Betriebe, wo zum Teil die Personalentscheider mit dabei sind. Aber das, wo man da ist, geht es bereits in der 10. Klasse, in Zwischenschritten auch vorher in der 9. Klasse im Berufspraktikum. Wir versuchen also die Praxis Richtung Beruf durchaus auch ein Stück weit schon in Kindern in den Kopf reinzubringen, auch wenn es sicherlich in der 5. Klasse noch nicht das Entscheidende ist. Ich höre daraus schon irgendwie so ein ganz bestimmtes Profil, einen bestimmten Ethos. Was ist Ihnen wichtig an dieser Schule in der Gestaltung von und in der Begleitung von jungen Menschen? Wir fahren seit einigen Jahren sehr erfolgreich das Konzept, dass wir Schulgebäude auch so umarbeiten, dass der Unterricht, was natürlich Ausstrahlung hat, weil alles andere auch moderner und flexibler wird. Wir haben zum Beispiel alle naturwissenschaftlichen Räume komplett auf den neuesten Stand gebracht, kann man, glaube ich, sagen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was sicherlich unsere Schule auszeichnet, ist dieses Konzept des Trialogs. Dieses Konzept besteht darin, dass nicht Schulleitung, sondern Lehrer, Eltern und Schüler sich in einer völlig freien Gemeinschaft treffen. Jeder kann teilnehmen, kann auch wieder rausgehen. Und man erörtert schulische Probleme und man ist dadurch relativ frei, weil eben die Schulleitung nicht von vornherein möglicherweise angesehen wird, blockt er oder blockt er nicht. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, dadurch, dass ich wirklich die nicht sprechen aktiv bin, kann ich nur sagen, okay, dass die anderen beiden sicherlich die kompetenteren Ansprechpartner sind. Wie ist es bei dir? Läuft. Fühlst du dich als gleichwertig insofern, dass du in so einem Kommunikationsmodell mit agieren kannst? Ich persönlich bin jetzt nicht im Trialog mit drin, aber einer aus meiner Klasse, der Tobias, der mit aktiv. Und die haben auch ganz viele verschiedene Aktionen geplant und dann auch wirklich ausgeführt. Und zum Beispiel diese Schulhausverschönerung und auch das Außengelände, das wurde Großteil vom Trialog organisiert. Findest du den kurzen Weg zu deinem Schulleiter?
Ich bin ja Klassensprecher und dadurch hat man relativ kurzen Weg über die Klassenlehrerin bei mir oder auch über den Klassenlehrer relativ schnell dann auch nach oben. Wichtige Frage, warum hast du dich für das Schwertgymnasium entschieden? Bei dem die Tour hast du garantiert durchgemacht in die verschiedenen Tage der offenen Tür. Das sind ja alles nur Blitzlichter und jede Schule präsentiert sich natürlich fantastisch. Ja, da kann man gar nichts dagegen sagen. Ja, bei mir hat ein Großteil der Ausschlag gegeben, dass mein Vater schon mal auf der Schule war. Aha. Und von daher gesagt hat, das Schwert, da weiß ich, wie es damals war. Hoffentlich ist es heutzutage auch noch so. Wir sind auch durch die verschiedenen Schulen gegangen, aber es gibt einzelne Schwerpunkte, die sind mir damals aber noch nicht so bewusst gewesen, meinen Eltern vielleicht schon, weshalb ein, zwei Schulen dann auch ausgeschieden sind. Aber jetzt zum Beispiel die Entscheidung zwischen Purmann und Schwert, die haben exakt die gleichen Schulgebäude eigentlich und halt eine andere Orientierung vielleicht ein bisschen, was das Konzept angeht, was mir damals aber noch nicht so klar war. Wichtig und klar war. Trotzdem, welche weichen Kriterien spielten eine Rolle bei der Wahl dieser Schule? Ich meine, man weiß heute, dass Eltern ja sich auch fragen, die sind berufstätig. Da geht es darum, immer wieder um die klassische Frage, was passiert am Nachmittag? Gibt es am Nachmittag eine Betreuung? Glauben Sie, dass die Schule sich hier öffnet oder öffnen muss? Ja, kann vielleicht der Herr Clemens gleich noch was zu sagen, weil es ja gerade ganz neue Entwicklungen gibt, die wir sicher im nächsten SEB auch noch mal besprechen nächste Woche. Ich kann vielleicht zu den weichen Faktoren noch mal sagen, die für uns damals eine Rolle gespielt haben. Das war eigentlich der Gesamteindruck. Fühlt man sich geborgen in dieser Schule, weil wir kommen aus einem Vorort von Speyer oder aus einer eigenen Gemeinde, kleinen Gemeinde, wo die Grundschule sehr überschaubar war. Man kannte auch die anderen Eltern. Jetzt kann man an einem Gymnasium mit, ich sag mal, 1000 Schülern, 1000 mehr Schülern und Schülerinnen. Und es ging einfach darum, wie war der Gesamteindruck. Wir hatten damals einen sehr guten Eindruck von dem Infotag, auch von den Lehrern, mit denen wir gesprochen haben. Aber wie gesagt, am Ende war eine Kernentscheidung, war die von jeweils von den Kindern. Die haben sich auch völlig frei nacheinander trotzdem für die gleiche Schule entschieden, was auch ein paar Vorteile hat natürlich. Aber das war eigentlich deren Entscheidung. Und ich sag mal, deren Entscheidung, das waren ganz viele Aspekte natürlich, die man am Infotag mitbekommt. Das sind ein paar Sachen, die man abcheckt. Ja. Wie komme ich dahin? Komme ich leicht zur Schule und zur Schule zurück? Also Sie blicken schon über den Infotag hinaus. Absolut. Schon ein bisschen. Und natürlich, ich habe auf dem Infotag, als ich jetzt selber gesprochen habe, gedacht, die Planung einer Schule ist wie die Planung einer Urlaubsreise. Man fragt andere, ne, man liest Sachen, ne, man schaut auf die Homepage, da steht eine ganze Menge übers Schwert. Aber am Ende ist es die persönliche Wahrnehmung und die persönliche Entscheidung. Klassische Tipps muss ich schon sagen, was wir eben gerade bekommen haben. Genau das wäre eigentlich eine wichtige Vorgehensweise bei der Schulwahl. Nicht sich allein beeindrucken lassen, sage ich jetzt mal, von dem Tag der offenen Tür. Das Kind spielt ja schon eine wichtige Rolle. Zurück zur Betreuung. Da gibt es was Neues. Ja, ich muss mit einer gewissen Vorsicht sagen, wir haben jetzt die Zusage, dass wir unsere Kinder in der Quartiersmensa teilweise zumindest mittags essen gehen können. Das ist natürlich primär jetzt für die Kleinen nur gedacht. Und wir werden eine, wenn auch im Moment noch sehr überschaubare Zahl von Betreuungsplätzen wahrscheinlich zur Verfügung haben. Das ist jetzt noch nicht in ganz trockenen Tüchern, aber ich würde sagen, bei 99% sind wir. Und wir werden in etwa den Bedarf, den wir in den letzten Jahren in der 5. Klasse einfach mal abgefragt haben, wer braucht wirklich eine Komplettbetreuung, das in etwa ausschöpfen können und sicherstellen können. Es gibt weitere Pläne, aber das wäre noch im Moment zu früh. Also ich finde, liebe Eltern, ganz eindeutig, hier hat sich in der Schullandschaft in Speyer bei den weiterführenden Schulen etwas getan. Hier ist Bewegung reingekommen und das ist grundsätzlich äußerst positiv, dass man dieses Problemfeld, was mache ich am Nachmittag, wenn ich berufstätig bin oder beide Elternteile berufstätig sind. Ja, letzte und ganz kurze Aussage. Du bist jetzt der Marketingchef. Was würdest du sagen, was ist das Kernthema deiner Schule? Wie würdest du deine Schule verkaufen? Es gibt bei uns ein ziemlich breites Spektrum an freiwilligen Aktivitäten, wo man hingehen kann. Einerseits die vielen AGs, ich glaube, es sind über 30, die angeboten werden. Das geht von Musik über Naturwissenschaften. Aber das ist es. Das ist es. Ja, eigentlich auch. Das ist es, das Zusatzangebot. Ja, okay. Neben dem Unterricht, was da sonst noch
Und ihr Marketing-Eigenschaften oder Dinge, die Sie sagen würden, das ist der Satz, warum geht ein Schüler oder Eltern in die Berufswahl, in die Schulwahl ein, in dieses Gymnasium? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Kinder sich wohlfühlen können, dass sie ein breites Spektrum haben, ob das jetzt im Unterricht ist, ganz viele Vertiefungen, die da möglich sind, auch über die Zeit. Das ist natürlich noch ein bisschen länger hin, bis zur 13. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Angebot außerschulisch, ob das AGs sind, aber auch andere Dinge, die Kinder lernen, ob es in der Schülerfirma ist, ob soziale Projekte sind, die die Kinder auch da machen können. Auch nur als Information, das ist direkt im Anschluss an den Unterricht, also weil das ist oft die Sorge, das ist am Nachmittag. Nein, das ist typischerweise mit einer kurzen Pause dann direkt im Anschluss. Viel möglich. Letzte Frage an Sie als Schulleiter. Welche Schüler wünschen Sie sich denn eigentlich an Ihrer Schule? Man wünscht die Schüler, die besonders interessiert sind. Es geht nicht darum, dass man Schüler allein nach Leistung beurteilt, sondern dass man interessierte Schüler hat, die sich auch gerne engagieren und mitmachen. Und davon lebt die Schule, nämlich von der Gemeinschaft. Und Gemeinschaft kann man nur dann erleben, wenn man zusammen was tut. Und dafür sind Schüler wie der Jan beispielsweise sehr, sehr gute Beispiele. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt haben wir 15 Minuten eines sehr schönen, interessanten Dialogs hier hinter uns gebracht. Ich denke, Sie bekamen einen ganz kurzen, aber prägnanten Einblick in diese Schule. Natürlich müssen Sie mit Ihren Kindern die Entscheidung selbst treffen. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern, sowohl bei dir, Jan, fangen wir mal beim Jüngsten an, beim Elternvertreter, und bei Ihnen, Herrn Clemens, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können diese Sendung sowohl im Internet unter dem YouTube-Channel von des OK noch einmal nachanschauen, oder auch ansonsten wird die Sendung mehrmals wiederholt. Das war's zunächst einmal für diesen Teil des Gymnasiums, für das Magnus-Schwert-Gymnasium. Dankeschön.